So, hallo zusammen. Willkommen in Wackersdorf. Lange nicht mehr gesehen. Jetzt bin ich mal dran, ein bisschen im Kreis zu fahren. Wir sind jetzt hier bei der Weltmeisterschaft in Wackersdorf, wie schon gesagt, Wackersdorf. Wir haben jetzt Dienstag, wir haben jetzt alles schon aufgebaut. Die Zelte sind jetzt mal ready. Die Karte ist jetzt schon einigermaßen ready. Kommen noch ein paar Kleinigkeiten. Der Rest vom Team kommt heute Abend, auch Patrick mit Noah. Und morgen werden dann die ganzen Reifen und Benzin oder Sprit geholt. Donnerstag beginnt dann das Training. Dann werden wir mal sehen, wie es mal läuft. Wir sind in der Gruppe KZ, also nicht in der KZ2, sondern in der KZ mit der Startnummer 77. Die ist jetzt leider noch nicht drauf. Da gab es noch ein paar Schrammen von der DKM. Das wird auch natürlich nochmal erneuert, ein paar Kleinigkeiten und dann geht's los. Die Bremsscheibe ist nur verrostet, weil es so sein muss. Weil eine verrostete Bremsscheibe macht schnell. Rosties. Ja, das brennen wir im Training wieder weg. Wenn natürlich keine Luftbläschen rauskommen, dann ist es super, dann habt ihr das richtig gemacht, habt ihr die Bremse richtig betätigt, weil dann ist keine Luft im System. Luft ist schlecht im System. Nein, Spaß, wenn keine Luftbläschen kommen, dann ist gut. Ihr macht das so lange, bis keine Bläschen mehr kommen. Bei mir kommen jetzt keine, weil ich die schon letztes Mal entlüftet habe, aber wir machen es einfach nochmal neu. Warum? Einfach so. Sicher ist sicher. Musik. Setz die Wechselung. Ich wechsle die Übersetzung. Weil wir LeConte fahren und nicht Vega, können wir tatsächlich etwas länger übersetzen. So war es nämlich beim Testtag. Konnten wir deutlich länger fahren. Und deswegen machen wir jetzt auch mal länger. Und dann werden wir morgen sehen, wie die Bedingungen sind. Und wenn das passt, passt. Wenn nicht passt, dann change. Hier ist jetzt noch nicht befestigt, da wir noch fluchten müssen. Nur mal provisorisch jetzt rangehen mal. Sodele, odele. Dann, we change am Motore. Motore, komme gleich. Da ist er, meine Baby. Ich nicht. Einer von den drei Schmuckgeschichten. So, also keine Übersetzung ist nicht dran. No problemo. Machen wir gleich. Das ist jetzt eine TMR1. Der wird jetzt nur fürs Training benutzt. Wir haben noch zwei R2s. Die kommen dann zum Rennen oder fürs Qualify. Aber jetzt für die ersten zwei, drei Turns reicht erstmal der R1. Now the engine is prepared. Now we go to sleep. Besser der Licht. Ich habe eine Idee. Jetzt haben wir das restliche mal gemacht. Morgen kommt der Rest. Reifen. Benziner, Gasolina und dann Donnerstag geht endlich los. So, das war's für den heutigen Tag. Der Rest passiert morgen. Dann sieht man sich morgen in aller Frische. Guten Morgen zu Tag Nummer 2, Mittwoch. Ja, wir machen jetzt noch Kleinigkeiten am Kart. Und heute gibt es auch nicht mehr viel zu machen, weil gestern schon einiges erledigt worden ist. Sehen wir dann. Ja, wir sind gerade bei einer Streckenbegehung. Einfach mal schauen, wie die Strecke ist. Logisch. Aber grundsätzlich ist es auch gerade hauptsächlich wegen der Langeweile. Wir sind schon so gut wie fertig für heute. Der Tizian und Noah dürfen jetzt mal Reifen holen, dass sie das auch mal hinter sich haben. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Ja, und dann geht es schon Richtung Abends. Gemütlich essen und morgen beginnt dann das Training.
neuer Partner, Sitzpartner. Oder sonst viel für ein paar Sachen. Greyhound. Vielen Dank an Greyhound. An Alessandro, Lorenzo und Arianna. Vielen, vielen Dank. Alte Freunde, da habe ich 2020 bin ich mit denen zusammen die Europameisterschaft gefahren. Absolut wunderschöne Menschen. Wirklich die besten Menschen, die ich in Karlsruhe kennenlernen durfte. Grazie. War Tag 2 in Wackersdorf. Wir haben heute nur aufgebaut und das Kart zusammengebaut, haben es ein bisschen warm laufen lassen, Vergaser gemacht und Reifen gemacht. Genau, heute war noch nichts mit Fahren. So, willkommen zu Tag 3 von der WM. Heute ist Donnerstag, erstes Training. Kart ist vorbereitet soweit. Wir machen jetzt das Ding warm, damit Mario dann um 10.50 Uhr seinen ersten Trainingsstint fahren kann. Wir sind gespannt, was heute auf uns zukommt. Ich hoffe, Mario bringt eine ordentliche Leistung aufs Ding. Die sind schon ganz heiß, das Ding warm zu machen. Ja, genau. Wir haben jetzt gleich unser erster Turn. In dem können wir gebrauchte Reifen fahren. Dann gucken wir erstmal, dass alles hält. Und dann kommt im zweiten Training neue Reifen. Und im Laufe des Tages wahrscheinlich machen wir noch zweimal einen Motorwechsel. Und dann ist der Tag auch schon wieder rum. 4 Trainingseinheiten haben wir heute. Das ist ganz gemütlich. Sonne ist gut. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Regen wäre natürlich optimaler, ne? So, erste Session haben wir jetzt hinter uns. Motor lief nicht ganz so wie gewollt und es haben ein paar Umdrehungen gefehlt oben raus, haben auch nicht ganz die Endgeschwindigkeit gehabt. Jetzt haben wir einen von unseren Rennmotoren drauf, den R2. Haben gerade abgestimmt. Jetzt warten wir mal auf die zweite Testsession. Dann gibt es neues Gummi. In der ersten durften wir einen gebrauchten LeConte fahren, wo wir hier nicht abgenommen haben und jetzt müssen wir die gescannten Trainingsreifen fahren. Genau, jetzt steht noch die ein oder andere Wartungsarbeit an, einmal alles durchschauen und dann geht es schon in die zweite Session. Kann ich nichts dafür, dass du in meinem Arbeitsbereich bist. Ding dir. Das Greyhound macht man direkt unteil. Wir haben das Setup ein bisschen geändert. Hast du gesagt, ich soll es sagen? Schneid das. Wollen wir zusammen sagen? Nein, Spaß. Wir haben das Setup geändert. Das Setup geändert. Das Setup geändert. Schauen wir mal, was wird. Spaß. Ja, nett. Ja. So, Training 2 beendet. Wir haben jetzt noch nach dem Training. Training 2. Haben wir jetzt hinter uns gebracht. Wir haben jetzt noch direkt nach dem Training vorne das Setup ein bisschen verändert, weil Mario ein bisschen Untersteuer beklagt in Linkskurven. Jetzt müssen wir 3 Stunden noch warten durch Mittagspause in die Gruppen vor uns und dann können wir gucken, ob das den gewünschten Effekt gebracht hat. Tschüss.
So, Trainingstag vorbei. Wir hatten 4 Sessions insgesamt und lief nicht ganz optimal. Auch von meiner Seite aus, das Level ist hier sehr hoch. Aber das ist ja das, was es ausmacht, worauf ich so scharf bin. Und einiges gelernt heute, auch zwecks Setup. Wir haben jetzt glaub, hoffentlich das richtige Paket für morgen, fürs Qualify gefunden. Geht nur 6 Minuten, das heißt, mehr als 3-4 Runden werden wahrscheinlich nicht drin sein. Luftdruck passt und der Rest ergibt sich dann morgen. Tag Nummer 3, Qualifying-Tag. Jetzt haben wir noch einen Warm-up. 4. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also Tag Nummer 4, Qualifying-Tag. Wir haben jetzt noch einen Warm-up. Dann geht's ins Qualifying. Dann haben wir noch einen Heat. Dann ist auch der Tag wieder rum. So einfach. Wir werden sehen, was rauskommt. Wird man ihm Bestmögliches geben. Natürlich. Und der Rest ergibt sich. Noch kein Setup geändert. So, wir haben jetzt das Warm-up hinter uns. War an sich eigentlich ganz gut. Wir hatten nur ein kleines Problem mit dem Tank. War ein bisschen zu wenig Sprit drin. Und dann ist der hin und her geschwappt und dadurch hat der Motor leichte Aussetzer bekommen. Hatten wir tatsächlich gestern auch schon. Wir dachten aber, dass das eher so am Vergaser liegt. Haben jetzt auf jeden Fall behoben, machen jetzt neue Reifen drauf und dann geht's ins Qualifying, genau. So, Qualifying vorbei. Jetzt gehen wir in Richtung Heat. Wir sind insgesamt P32, das heißt in meiner Gruppe 16. Kann man mehr erwarten? Ja. Kann man weniger erwarten? Nein. Bin zufrieden. Wir haben jetzt noch ein paar Problemchen gehabt im Qualifying, aber das haben wir jetzt hoffentlich behoben. Und dann werden wir es sehen. Und sicher, dann haben wir noch Zeit. Wir sind fertig mit unserem Ein-Heat, Qualifikationsheat. Wir sind von 16 gestartet und sind auf 16 reingekommen. Aber leider eine Spoilerstrafe bekommen, 5 Sekunden, die eine Seite gedrückt. Deswegen starten wir morgen vor 20. Und ja, ansonsten war eigentlich gut, eine kleine Incidenz gab es im Rennen. Deswegen ist unser Spoiler leider eingedrückt, aber ansonsten gutes Rennen, ganz solide Pace. Und ich hoffe, dass wir morgen andere gute Qualifikationsheats fahren, um unsere Position zu verbessern und ins Finale zu kommen. So, Heat ist vorbei. Bin auf P16 rausgekommen. Haben wir einen kleinen Unfall gehabt am Anfang. Bin ein bisschen abgehoben, bin dran geblieben an einem oder hängen geblieben. Bin ich sowieso, aber da ist recht. Spoiler hat sich gelöst, somit gab es eine 5-Sekunden-Strafe und bin auf P20 rausgekommen. Ja, morgen sind nochmal 2 Heats und dann entscheidet sich, wer im Finale kommt und wer nicht. Deswegen Daumen drücken. Wir sehen uns morgen. Ja, wir haben jetzt Tag Nummer 5. Okay. Fangen jetzt an mit dem freien Training und dann geht es auch zum nächsten Heat. Wir dürfen natürlich jetzt nicht unsere Rennreifen benutzen, deswegen müssen wir die wechseln. Das sind jetzt unsere Trainingsreifen von Donnerstag für Warm-up und unsere Rennreifen kommen später wieder drauf. Deswegen haben wir auch die andere Felge.
Heat Nummer 2 fertig, P17 kam raus, kleine Stressereien gehabt auf der Strecke, die Pace war in Ordnung, Paket passt, alles passt, ist nur sehr anstrengend für einen wie mich, der jetzt nach einem Jahr wieder zum ersten Mal im Rennen hockt, bei gefühlt 30 Grad, aber ist okay, bin total zufrieden. Dritter und letzter Heat vorbei, P16. Die Pace war nicht ganz optimal. Wir werden jetzt sehen, ob ich jetzt ins Finale geschafft habe und wo ich dann morgen bis für den Superheat starten werde. Und schon ist auch der sechste Tag. Fünfte. Der fünfte Tag. Gestern und vorgestern vorbei, der Weltmeisterschaft. Und ja, bin ich zufrieden. Bin ins Ziel gekommen, das ist das Wichtigste. Wir haben einiges gelernt und als Team schmelzen wir auch gerade einfach mehr zusammen. Und der Rest passiert morgen im Finale. Also, wir sind jetzt bei Tag 6, letzter Tag. Heute ist noch zwei Superheats und dann Finale. Finale! Genau. Wir gehen jetzt runter zum Warm-up. Schauen, dass alles funktioniert. Und dann schauen wir mal, was wird. Was wird? So, Finale Platz 20, von 36 gestartet. Pace war am Anfang relativ gut, konnte gut mithalten. Ab der 8. war dann an die Rippe durch und schlussendlich war es dann am Schluss einfach nur ein bisschen hinterher. Ja. Egal, nächstes Jahr wird ein bisschen mehr trainiert, wieder ein bisschen mehr Laufband. Dann schauen wir mal, ob wir was machen oder nicht. Oder ob ich was mache. Sehen wir dann. Wir sehen uns.